Das Dach dieser Veranstaltung ist der Welttag des Buches. 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum Welttag des Buches, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren. Seit 1996 feiern wir diesen Tag auch in Deutschland und rund um diesen Termin erhalten über 750.000 Schülerinnen und Schüler das Welttagsbuch »Ich schenke dir eine Geschichte«. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs ist ja gerade angesprochen worden, war Stufen. Wenn man darüber nachdenkt, ich habe gerade mal so gezählt, 4 Stufen bis zum Rednerpult habe ich ausgemacht, dann geht es ja darum, Höhenunterschiede zu überwinden. Und da habe ich überlegt, da kann man mal eine Stufe überspringen, so als junger Mensch neigt man dazu, da kann man aber stolpern. Nicht nur Politiker, auch andere können stolpern, wenn sie eine Stufe nicht richtig nehmen. Letztlich geht es um das Vorankommen, darum ein Ziel zu erreichen. Liebe Mitglieder der Jury und vor allem liebe Schreibende, Eltern, Verwandte, Bekannte, Freunde und Gäste, wir sind vom Verein Schreibende Schüler e.V. und wir dürfen Sie heute durch die Preisverleihung führen. In unserem Dorf stand ein Turm, der eine unheilvolle Atmosphäre ausstrahlte. Wir nannten ihn den Grauturm. Viele Menschen versuchten ihn zu besteigen, aber sie kamen nie mehr zurück. Niemand weiß, warum und wann dieser Turm gebaut wurde. Es heißt, er sei älter als die Zeit selbst und habe sich selber erschaffen. Auf dem Zettel schreiben wir auf, wer wie viele Punkte gemacht hat, sagte Charlotte. Nee, dann gibt's nur Streit. Und es ist sowieso gemein mit Punkten, weil wir ja alle so unterschiedlich alt sind. Dann müsste man sich erst ein gutes System ausdenken, erwiderte ich. Das Rosenherz. Zu einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte einmal ein Mädchen mit einem Herzen aus roten Rosen. Jedes Mal, wenn es Mensch oder Tier begegnete, riss es sich eine Rose aus dem Herzen und schenkte sie ihm. Immer neu ordnete sie ihn an, fügte in Gedanken mal eine fremde Augenpartie, mal eine andere Oberlippe hinzu. Aber dabei das Geräusch zu ertragen, das aus seinem wirklichen Mund kam, ein seltsames Schnauben und Brabbeln, war jede Nacht ein furchtbarer Kraftakt. Auf der Bettdecke sind konzentrische Kreise. Knolle mag sie nicht, der Stoff mache dumm im Kopf, sagt er manchmal, wenn er mit Fricke auf dessen Bett sitzt. Klangwerk, statt im Rhythmus auf Schritt und Tritt und Takt und Musik ist nur Zeit und es gibt Zeiten, die passen nicht auf unser Ziffernblatt. Meine Füße ertasten auf Zehenspitzen fingerbreite Pfade, stolpern auf bröckelnden Stufen. Dumas, Alexandre Dumas, hat mal zu Charles Baudelaire, einem spannenden, berühmten französischen Dichter des 19. Jahrhunderts, gesagt, ich würde gern Gedicht schreiben, ich habe aber keine Ideen. Worauf Baudelaire gesagt hat, Gedichte macht man auch nicht mit Ideen, sondern mit Worten. Weil ja wirklich, der eine sagt das, nein, das ist doch besser, der andere das. Das ist jedes Mal so, ich war schon oft in Jurys gewesen, das ist jedes Mal so. Und man ist dann immer erleichtert, wenn man dann doch einen Sieger gefunden hat. Gerlinde Hütschka, Miriam Wittig, Jocelyn Ziegler und Ella Brennecke. Rückt ihr noch ein bisschen hier?